Willkommen zu einer Zwischenfolge von Daphne und Frau Meier. Hallo. Normalerweise sind wir zuerst immer im Garten und gehen danach in die Küche. Aber diesmal haben wir gesagt, wir machen gar nicht lange rum, denn wir haben schon geerntet. Und Frau Meier, die kocht so gern. Und geht sofort in die Küche. Wir gehen sofort in die Küche. Also, viel Spaß beim Nachkochen. Auf geht's. Bis gleich. Tschüss. Hallo aus der Küche. Wie ja schon angekündigt, wird heute nur gekocht. Heute gibt es kein Gelaber aus dem Garten, sondern gleich essen. So habe ich das am liebsten. Ja, genau. Heute gibt es mal eine unserer ersten Zwischenfolgen, weil natürlich die Frau Meier immer im Kochrausch ist. Und ich meine, es wird ja auch langsam draußen ungemütlich. Da will man ja auch nicht ständig im Garten. Also gibt es mal eine reine Kochfolge. Genau. So, du hast wunderschöne Karotten, schön grau, groß, üppig. Das sind die Reste aus der Waschmaschine, genau. Ihr erinnert euch. Ja. Genau, und die machen wir heute schnell und einfach und ganz lecker. Wirklich, ich schwöre bei Gott, die schmecken fantastisch. Karottensticks mit Winkäse. So, du hast sie geschält aber, ne? Ja, ja. Geschält, jetzt kommen vorne hinten die Abschnitte. Ja, genau. Und dann schneide ich die halt in so Sticks. Zu Sticks. Genau. Wird das eigentlich ein Gericht, was man jetzt nur zum Abendessen oder zum Mittagessen essen kann? Oder wäre das jetzt ein Gericht, was man auch quasi für den nächsten Tag mit auf die Arbeit nehmen könnte? Das könnte man. Und soll ich dir was sagen, was ich gelesen habe? Ich dachte, mir haut es den Vogeln aus. Der neueste, heißeste Scheiß ist Meal Prep. Meal Prep. Das kannten wir doch früher schon, das hieß Brotzeit oder Pausenbrot. Bei uns hieß Brotzeit oder Pausenbrot, ja genau, oder auch Pausenbrot. Jetzt heißt es Meal Prep und schon ist es angesagt, dass ich mir Essen mit auf die Arbeit nehme. Glaubst du das, oder? Also manchmal denkt man, die Menschheit wird immer merkwürdiger, oder? Das stimmt. Wie albern. Dabei ist es echt geil, wenn du was von zu Hause mitnimmst. Du weißt, was es ist, du weißt, wer es gekauft hat, eventuell sogar, wo es gewachsen ist. Und vor allem, du sparst ja auch Geld. Ich meine, überleg mal, ich denke mir dann immer, wenn du in den Bäckereien oder so siehst, wenn da so Handwerker einkaufen, irgendwie so 25 belegte Brötchen oder so, wo ich mir denke, so ein Geld geben die aus. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Finde ich auch. Und vor allen Dingen ist da jeden doch irgendein Mist. Ja, oft so Junk-Sachen, gell? Ja. Natürlich. Und da hast du einfach was Gesundes, was Gutes und lecker. Ja, und günstig obendrein. Günstig obendrein, das stimmt. Also wir schneiden jetzt die Karotten-Sticks aufs Blech. Und dann kommt eigentlich nur noch ein bisschen Olivenöl drauf, Salz und Pfeffer. Also schneller geht's nicht. Apropos Meal Prep, sag mal, wenn du jetzt mich in Hannover immer besuchst, ne? Mhm. Wenn wir die Gartenfolgen drehen, wie machst du das eigentlich mit Schatzi? Kochst du dann immer vor oder bestellt er sich was? Wie funktioniert denn das? Wenn ich aus dem Haus gehe, macht Schatzi die Säge und sagt, yes, heute, jetzt gibt es dann wieder Gorgonzola-Nudeln satt und Pizza bestellen und solche Sachen, da verfällt er dann dem Fastfood-Wahn. Aber das finde ich auch in Ordnung. Aber ich muss so lachen, das mache ich noch gelatzt. Das mache ich vorgekocht. Jetzt kriegt der Pfennig rote Beete. Und die Freude hielt sich echt ein wenig in Grenzen. Aber das schmeckt doch immer gut, was du kochst. Ich weiß gar nicht, was er hat. Nee, klar nicht. Aber ab und zu will er halt dann scheinbar mal was Ordentliches. Aber ich habe es noch geschworen, wenn ich heimkomme und die Schüsseln stehen noch im Kühlschrank, gibt es Übrigens für die Herrschaften, die der oberfränkischen Sprache nicht mächtig sind, ich habe noch gelatzt, heißt, ich habe ihn gelingt. Ich habe noch ein bisschen geärchert. Ja, nee, ich hatte ja zu kochen und wir wollen ja auch was sehen. Und jetzt schneidest du Petersilie übrigens, ne? Nicht, dass die Leute wieder sagen, ihr redet, ihr sagt gar nicht, was ihr in dem Moment macht. Also jetzt schneidest du Petersilie, die Karotten frisch. Sind im Ofen mit dem Olivenöl. Bei wie viel Grad ungefähr? 170, 180? Nee, da kannst du schon wenn Gas geben. Dann nimmst du, guck doch, wie die aussehen, schon 200 Grad. Die können ja ruhig ein wenig so angebrutzelt sein. Dass, mit einer leichten Hornhautrübung denkt man, das sind Pommes. Und ein bisschen farbenblind muss natürlich auch sein. Wie lange waren die jetzt im Ofen bei? Was waren es, 200 Grad oder was? Ja, 180 bis 200 Grad. Da waren sie jetzt im Ofen bei ungefähr 20, 30 Minuten.
Okay, und die würzt du erst hinterher. Jetzt kommt das Salz. Nee, ich habe ein bisschen Salz, habe ich vorher schon drauf. Okay. Aber jetzt machen wir noch einmal Salz, Pfeffer. Mhm. Wegen Olivenöl. Ist ja noch drauf, aber kann man noch ein wenig frisch drauf tun, dass der Geschmack halt noch ein wenig intensiver ist. Jetzt die Petersilie, du bevorzugst ja die glatte, gell? Naja, ich habe halt einfach glatte in meinem Umfeld zu jagen. Ach, du hast ja diesen tollen syrischen Laden gegenüber, gell? Genau, und die haben halt einfach glatte Petersilie. Super. Die Italiener verwenden auch viel glatte Petersilie. Ja. Und jetzt kommt der gute Schafskäse. Also wäre jetzt natürlich, ja, ich liebe Schafskäse. Das ist jetzt so Schafziegenfeta. Man kann natürlich Kuhfeta nehmen für die Menschen, die halt kein Ziegen- und Schafskäse mögen. Aber ich liebe ihn. Ich mag ihn auch sehr. Da kann man ja dann ein wenig kreativ sein. Aber guck mal, sieht das nicht toll aus? Das sieht toll aus. Also da muss ich sagen, ja, könnt jetzt Schatzi ruhig seine Gorgonzola-Nudeln essen. Ich esse die ganze Schüssel. Oh, ich helfe dir. Da helfe ich dir doch glatt, dafür sind Freundinnen noch da. Ich weiß, ich komme mich auf dich verlassen. Du, also beim Essen kannst du immer auf mich zählen. Immer. Da habe ich dich noch nie im Stich gelassen. Nee, da sind wir Oberfranken bekannt dafür, dass wir da nicht zögerlich sind. Was wir spucken das nicht in die Näpfe. Nein, auf keinen Fall. Jetzt guck doch, wie gut der aussieht. Das sieht ja schon toll aus. Fertig, oder? Zack, zack, fertig. Und für den nächsten Tag entweder kalt oder man macht sich vielleicht noch ein bisschen Balsamico drüber, macht das ein bisschen salatmäßig, wenn man möchte. Also ist das super. Genau, also Frau Meier. Meal Prep vom Feinsten. Toll. Okay, hier sind sie auch schon, die Karottensticks mit Feta von der Frau Meier. Ja. Ganz einfaches Rezept. Und für alle, die das gern mögen, was wir hier fabrizieren, ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren auf YouTube. Ihr dürft uns auch gerne weiterempfehlen. Denkt dran, beim Abonnieren ist dann immer noch so eine kleine Glocke, die könnt ihr klicken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und ihr seht, wir bemühen uns, dass es nicht nur 2 Wochen eine neue Hauptfolge gibt, sondern dazwischen auch noch eine kleine Zwischenfolge, wo nur gekocht wird. Genau. Also, Essen ist wichtig. Genau. Viel Spaß beim Kochen. Bleibt gesund. Und sexy. Wir freuen uns auf euch. Genau. Tschüss. Tschüss.